Ladies and Germany, herzlichst willkommen zu einem allerletzten Mal Prince Charming heute hier mit dem großen Wiedersehen. Bitte reißt euch zusammen. Honey, ganz ehrlich, dann machen wir vielleicht schon ein Sektchen auf. Beziehungsweise großes Wiedersehen, ich weiß manchmal nicht, was hier los ist. Ob wir wirklich beim großen Wiedersehen sind oder doch im Kindergarten. Fuck, ey. Was passiert hier? Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut es sehr gern auf TV Now. Hier zu abonnieren ist natürlich ein Pflichtprogramm. Wer das nicht macht, der kriegt einen Brief nach Hause. Würde ich an eurer Stelle vermeiden wollen. Horror. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, oder? Herzlich willkommen beim großen Wiedersehen von Prince Charming Staffel 3. Servus, Lola. Jetzt erstmal die Frage in die Runde. Wie ist denn die Stimmung? Geht's euch allen gut? Und wie? Ja. Und weh, okay, Max, scheint es sehr gut zu gehen, aber es freut uns schon mal. Dir geht's sehr gut? Ja, muss. Kim, wie ist es bei dir? Fühlst du dich wohl in der Runde? Ja. Ich bin komplett tiefenentspannt und sag mal gucken, was das hier für ein Abend wird, ne? Ich glaube, der hätte nicht gedacht, dass es so wird. Ich könnte gerade ausrasten, wirklich. Da sind, glaube ich, alle sehr gespannt. Manfred. Ja, hallo. Der Klassiker mit seiner wunderschönen Blume im Haar. Ach, Manfred, das ist ja schick. Ganz schick. Hast du die draußen noch irgendwo gepflückt? Nee, die war hier im Aufenthaltsraum, hab ich die einfach aufgelassen. Die war eh schon tot, also habe ich mir den Haar gesteckt. Und die passt ja super zu meinem Outfit heute. Geiler Typ. Wie fühlt es sich an für dich, jetzt wieder in dieser Konstellation zusammenzusitzen? Ja, sehr gut. Also wir, die jetzt gerade hier sind, also du, nicht Maurice, sondern Kim, haben uns ja immer ab und zu mal getroffen. Nicht Maurice, sondern Kim? Okay. Also Kim hat sich mit allen getroffen und Mo haben sie ausgeschlossen oder was? In Köln haben wir uns getroffen, in Hamburg haben wir uns getroffen, waren auch in Berlin, genau, waren viel unterwegs. Das schweißt natürlich auch so ein bisschen zusammen auch, ne? Nicht nur das schweißt zusammen, ich meine, ihr habt doch die ganze Zeit in der Villa miteinander verbracht, aber okay. Wer war denn da immer alles zusammen unterwegs? Alle außer Mo, hat er doch gerade gesagt. Ja, Robin war da, Max war da, Arne, Thomas, Jan, dann war Ash noch da. Pascal, Bonn. Wow, okay, zwei haben gefehlt. Auch das klären wir nachher, Woran es hier gelegen hat. Ah, okay, alle waren dabei, bis auf Kim und Mo. Da habe ich Manfred eben nicht richtig verstanden. Scusi. Kim, wie fühlt es sich für dich an, all die Situationen zu sehen? Es gab ja einige, die kanntest du ja gar nicht, weil du nicht in der Villa mit dabei warst. Vor allem ist es ganz gelästert, ne? Der guckt das jetzt bestimmt und denkt so, okay, so wart ihr. Ja. Richtig, also jetzt im Laufe der Ausstrahlung auch so die Szenen dann aus der Villa dann nochmal zu sehen. Und auch wer steht auf mich so wirklich, weil das haben die ja immer in den Interviews später gesagt und da kam ja auch viel ans Licht, was Kim ja nicht wusste, nur wir, ne? Auch zu merken, okay, was wurde vielleicht mal unter den Männern besprochen, was lief unter den Männern vielleicht auch. Das waren echt so Momente, wo ich mir gedacht habe, interessant. Aber es hat halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach nochmal eine andere Perspektive auch zu erleben und nicht immer nur die ich schon bereits kannte. Geil, das glaube ich. Boah, das finde ich auch hammergeil. War da irgendeine Situation dabei, wo du vielleicht sogar schockiert warst? Vielleicht sogar schockiert? Jetzt bin ich mal gespannt, ob es da eine Situation gab. Nee, schockiert eigentlich nicht. Das mit Arne beispielsweise und Felix, da dachte ich mir einfach nur so, warum habe ich ihm nicht zugehört? Weil er wollte es mir ja schon sagen und ich war so komplett... Du so, nee, ich küsse dich lieber. Ja, also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hör ihm doch einfach mal zu. Ja. Das zum Beispiel finde ich richtig cool von Kim, dass er das so reflektiert und auch sieht, er wollte es mir die ganze Zeit sagen, ich habe einfach nicht zugehört. Und nicht, nee, also das fand ich ja wirklich, das ging gar nicht. Hätte man ja auch sagen können, ne? Aber ansonsten keine Überraschung. Nichts, wo ich jetzt aus allen Wolken gefallen bin. Na gut. Ich hätte gedacht, da kommt noch mehr, aber gut. Und Maurice, bei dir, bist du aus allen Wolken gefallen aufgrund irgendwelcher Situation? Weil du wusstest ja auch nicht, was Kim sonst noch so gemacht hat, wenn du nicht dabei warst. Aber er hat mir dann ja geholfen, abzuspritzen. Genau, es war natürlich sehr aufregend. Das, was ich gesehen habe, war nichts, was mich überrascht hat oder was ich nicht wusste. Jetzt geht's hier nämlich schon los, Leute. Ihr müsst ein bisschen auf die Blicke gucken von denen, ne? Die Blicke, die sie sich gegenseitig zuwerfen. Und ja, auch Jan hat heute wieder Gesichtskirmes vom Allerfeinsten. Kommt wie immer gut an. Es war natürlich dann was anderes, wenn man das Ganze dann auch sieht. Also ich habe wirklich alles soweit offen gelegt, damit halt auch keine Überraschungen sind, weil wir auch nicht wussten, okay... Was wird gezeigt?
Mann! Wie weit geht die Reise? Wie lange hält unsere Reise danach? Und da fand ich es dann einfach nur ehrlich und transparent am Anfang zu sagen, okay, das und das ist passiert, die und die Küsse sind gefallen oder was auch immer und dass er da komplett im Bilde ist. Finde ich sehr gut, fair und überhaupt, ich meine, klar, ich habe eben einen kleinen Witz gemacht. Er muss ja alles erzählen, weil er nicht weiß, was ausgestrahlt wird. Aber das meine ich gar nicht so. Ich finde, die haben eine gute Dynamik zusammen, die beiden. Und auch in der Staffel hatten sie die. Alle Küsse kommen auch heute Abend noch mal zur Sprache. Das sind zu viele. Es sind viele. Wir haben aber Gott sei Dank Zeit. Robin und Thomas, ihr habt mit euren Looks so viele Facetten von euch gezeigt. Warum ist euch das so wichtig? Was ist denn das für eine komische Frage? Ich glaube, worum es vielleicht auch noch mal geht, ist, dass wir in anderen Staffeln ja natürlich viele Männer in Anzügen gesehen haben. Aber ich glaube, auch gerade bei Thomas und mir ist das ja noch mal ein Stil, der vielleicht ein bisschen anders ist. Thomas sieht irgendwie anders aus. Ich glaube, Kim und Mo haben echt die beste Make-up-Artistin abbekommen. Der Rest, da haben sie einfach irgendwie vergessen, noch mal das Puder drüber zu klatschen. Kann es sein? Dass wir aber auch den Leuten da draußen zeigen, dass das auch Teil davon ist und dass das nicht unbedingt bedeutet, weil ich habe jetzt, seitdem die Staffel ausgestrahlt wurde, sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die denken, oh, ist der vielleicht transsexuell, warum trägt er denn Frauenklamotten? Und das ist aber auch ein Statement, ist zu sagen, ich fühle mich in meiner Männlichkeit so sicher. Falsche Kamera, Babe. Dass ich in einem BH hier sitzen kann und trotzdem damit ganz fein bin und dass das alles gut so ist. Hammer. Und es sieht so schön aus. Danke dir. So, jeder sollte das Recht haben, alles zu tragen, was er möchte, ohne dass irgendwas hinterfragt wird. And that's on motherfucking period. Da hat jetzt aber Thomas noch was zu sagen. Passt auf. Wir ziehen das an, weil es kein Gender hat. Ja? Das ist ein Stück Stoff. Ja? Da steht nicht dran Mann, Frau. Und ich finde einfach, jeder sollte tragen, was er will. Ist im Prinzip eigentlich genau dasselbe, was Lola gerade noch mal gesagt hat. Aber gut, Thomas, danke dir, dass du es noch mal wiederholt hast. Manfred, Kim hat dich ab der ersten Sekunde auch ohne Wikingerhelm so umgehauen. Ja. Manfred war doch komplett verliebt. Ich habe mich sofort stark verliebt in Kim, ne? Also ich hatte sofort Herz in Augen für ihn. Ich war ja Feuer und Flamme für Kim. Ich glaube, irgend mir. Hat man gar nicht gemerkt. Man. Hat man wirklich nicht. Gut, dass ich es nochmal sage. Okay. Das ist genau ich mein Typ. Wenigstens lachen sie auch alle noch ein bisschen zusammen. Es gab nur eine Situation, wo du dich so ein bisschen ins Ausgeschossen hast. Diese Pets-Aktion, wo du gesagt hast, oh, da wird ein bisschen gekuschelt. Ja. Max direkt hier den. Ja, das wollte sie ja nicht, dass sie darum kuscheln. Ne? Man durfte nur mit Kim kuscheln. Wer da sonst kuschelt, das geht absolut gar nicht. Ich habe schon so ein bisschen zwischen Max und Bong gemerkt, dass da ein bisschen mehr ist schon im Haus. Sie haben sich immer Blicke zugeworfen. Sie waren immer die beiden waren unterwegs im Haus. Sie waren, haben auch abends so ein bisschen kuschelt, sage ich mal. Und mein Bauchgefühl hat mich, glaube ich, nicht getäuscht bei den beiden. Hä? Was meint der? Hatten die was in der Villa oder wie? Kommt das jetzt raus? Ich habe das schon so ein bisschen geahnt, dass da vielleicht ein bisschen mehr läuft oder nicht läuft im Nachhinein. Ja, Max, was läuft denn da? Erzähl doch mal, was läuft denn da? Was lief denn da? Hä, die reden von der Präsenz, ne? Alle denken sich, bitte, bitte, bitte. Ja, also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als Manfred auch dieses Kuscheln quasi gepetzt hat, war es halt wirklich so, dass Bon und ich auch wirklich enge Freunde waren, einfach als Vertrauenspersonen, weil wir gemerkt haben, da stimmt irgendwie die Chemie sehr gut. Und ich habe mir nie die Gedanken gemacht, dass mit im Haus mit irgendjemandem was laufen konnte, weil ich quasi in meinem Kopf die alle in der Friendzone hatte. Okay, also im Haus hatten sie nichts. Aber als wir dann aus der Show raus waren, haben wir uns ja alle wirklich oft immer wieder getroffen. Und ja, gerade bei Bon und mir haben wir dann eben gemerkt, dass da dann vielleicht mehr ist als nur Freundschaft. Und dann haben wir gesagt, wir geben dem mal eine Chance und schauen, wo es hinführt. Und jetzt sind wir seit 3,5 Monaten zusammen. Ach Gott! Yay! Herzlichen Glückwunsch. Ah, sie sind die. Oh, das passt ja super. Wie fühlt sich das an für dich, sowas zu hören? Freust du dich oder denkst du dir so, wie komisch? Was ist da für ein Gefühl in dir? Wut, Eifersucht, Neid. Es ist einfach schrecklich. Unterbewusst hatte ich das immer im Kopf. Es kann halt auch passieren, dass da irgendwie was geht. Ich war ja auch ein bisschen naiv, oder? Aber wenn es da untereinander knistert und vielleicht im Nachgang das Ganze erst entsteht, so what, liebt euch, also vollkommen in Ordnung. Es ist egal, ob ich nun letzten Endes mit einem Partner da rausgehe oder da Partner zusammen rausgehen. In der Show geht es um Liebe und dann ist es nicht nur auf eine Person gemünzt oder auf zwei. Das hat er schön gesagt. Besser ging noch gar nicht. Aber man hätte sich jetzt auch gewünscht, dass er sagt, so, nee, ich finde das ein bisschen scheiße.
Aber gut, naja, nur fürs Drama. Aber es kommt gleich noch. Es kommt doch noch. Ja. Gibt es noch mehr Pärchen, von denen ich noch nicht weiß? Aber vielleicht ist wirklich gut, wenn ihr da alle gleichzeitig redet. Da versteht man jeden sehr, sehr gut. Die alle immer aneinander rumkrabbeln, ne? Das ist einfach schön. Ja, in der Villa war keiner bereit. Und jetzt sind alle so. Jetzt sind ja auch alle beste Freunde. In der Villa haben sie sich alle noch ein bisschen angezickt untereinander. Aber jetzt, wo man sich da gemeinsam gegen Mo zusammentun kann, da ist die Freundschaft auch einfach stärker als je zuvor. Gott, steh mir bei. Die streichelst du, alle so ein bisschen beieinander, ist doch auch Ich habe mich so gefreut im Nachhinein für Max und Bob, dass wir zusammen sind. Ich habe mich so gefreut darüber. Also warum auch nicht danach, ne? Also fand ich super. Ja, schön, Manfred. Ich auch. Alles Gute euch. Stichwort ist danach. Ich habe mitbekommen, ihr macht viel miteinander, aber Maurice ist nie dabei. Warum nicht? Geil, jetzt wird das nämlich nochmal angesprochen. Was ist denn da los bei euch Jungs? Hm? Ich glaube, da kann Maurice ich direkt da was direkt einschreiten. Robin, du hältst die Schnauze, der Mo redet jetzt. Hast du verstanden? Also ich bin ganz ehrlich, irgendwann muss das Theater auch mal schließen, ja? Ja. Irgendwann geht der Vorhang zu und dann ist es vorbei. Ja. Ist der Akt beendet. Ich bin von vornherein in dieses Projekt gegangen und habe gesagt, mir ist es scheißegal, was andere hier von mir halten, wie andere das einschätzen. Von daher, mich freut es, dass sich Freunde dann noch gefunden haben. Aber ich brauche da nicht bei sein. Oh, Kim guckt auch ein bisschen traurig so. Was ist denn da passiert? Na, aber ich meine so, es gibt ja schon den Unterschied zu sagen, hey, ich halte mich raus oder ich exkludiere mich ganz, ganz bewusst von allem. Warte mal, ich halte mich raus oder ich exkludiere mich ganz, ganz bewusst. Da gibt es einen Unterschied, der ist aber minimal, oder? Ich bin nicht dumm. Ja. Ich war auf dem Gymnasium. Das ist kann ich auch was zu sagen, wenn du jetzt irgendwie auf Instagram oder auf die Gruppe zu sprechen kommst. Ich habe mich auf Instagram komplett distanziert. Ich wusste von ihm ja, was vorkommt, wusste aber auch nicht, wie ihr eure Momente zelebriert. Und habe dann gesagt, ich weiß alles, ich schaue mir das alles an, ich muss das ertragen, aber ich muss nicht die Momente, die ihr zelebriert, dann auch noch mir freiwillig anschauen. Okay, also wir halten schon mal fest, er hat sich bei Instagram distanziert, weil die alle Sachen gepostet haben, die ihn im Endeffekt einfach verletzt haben. Das nenne ich Selbstschutz und das finde ich gut, dass der sich da nicht distanziert, ehrlich gesagt. Und auch beispielsweise in der WhatsApp-Gruppe. Ich hatte kein Interesse an dieser Gruppenunterhaltung, habe aber gesagt, ich bleibe Teil dieser Gruppe, weil ich nun mal dazugehöre. Okay. Wie? Egal, wie diese ganze Reise ausgegangen ist. Wenn ich aber dann irgendwann WhatsApp öffne und sehe, dass ich aus dem Nichts aus einer Gruppe entfernt werde. Muss aber dazu sagen, in der Gruppe wurde kaum was geschrieben. Manfred, I'm sorry, aber das ist absolut scheißegal. Du kannst nicht eine Gruppe machen und dann jemanden rausschmeißen und dann sagen, da wurde eh nichts geschrieben. Also dann löst die ganze Gruppe auf und das ist die Begründung, aber nicht eine Person. Sorry, aber das ist gar nicht mein Turn. Also ja, das ist dann, es hat ja keiner geschrieben und deswegen ist ein Grund, mich zu entfernen, ist mir auch völlig egal. Also ich fand den Move nur, wo ich sage, oh, sind wir jetzt so weit? Das wirkt nicht, als wäre es dir egal. Du wirkst ja schon ein bisschen verletzt. Ja, weil ich es nicht erwachsen finde. Es ist einfach wirklich komplett kindisch. Also, wenn ich jetzt auch mal was einwerfen kann. Ich finde, es gibt einen Unterschied, zu sagen, man distanziert sich auch von Leuten, man will kein Teil der Gruppe sein. Und aber auch aktiv gegen andere Leute zu schießen und da Stories zu posten. Auch irgendwie mit Begriffen wie diese Schlange. Weil das ist dann für mich auch nicht, als wäre es dir egal, offensichtlich. Das ist dann ja eine aktive Aggression gegen einen aus der Gruppe. Okay, also sie haben ihn quasi aus der Gruppe geschmissen, weil er offiziell, also in seinen Insta-Stories, über die anderen gehetzt hat, oder was? Also auf das Thema mit der Schlange kann ich ruhig eingehen mit Jan. Wenn ich eine Nachricht bekomme von einer Person, die sehr ausführlich eine Zeit beschreibt oder ein Geschehen beschreibt, wo ich sage, okay, irgendwie bestätigt das gerade mein Gefühl und ich muss etwas machen, um anschließend etwas auszulösen. Und das war diese Story. Jetzt mal ganz kurz, also du sagtest, da ist irgendwas im Busch, irgendwas stimmt nicht mit Jan. Was war denn los? Lola, weiß nicht Bescheid, jetzt erklär doch mal. Also es war sehr komisch. Ich hatte ja zu den Dreharbeiten schon gesagt, Jan ist mir irgendwie, weiß ich nicht, passe ich drauf auf, halte ich mal im Auge, lasse ich mich aber von meinem Weg nicht abbringen. Und man hat es ja auch jetzt gesehen, also er hat ja auch in dieser Sendung irgendwann einen Wandel durchgemacht. Von anfangs dem Favoriten, dem ersten Kuss, wo ich direkt gesagt habe, der erste Kuss gewinnt nicht. Kleiner Seitenhieb. Zu dieser falschen Schlange, Lästereien und Sticheleien und irgendwann so, oh, wir werden anders. Anna und Jan, bitte gelästert, hallo? Nie? Gefährlich. Habe ich denn bitte gelästert? Und
Sorry, wenn du in einem Bett liegst und sagst, das Ganze hält nur 2 Wochen und dann meldet er sich bei mir. Honey, ganz ehrlich. Jetzt wird's eng. Das war ein Scherz. Ja, Maurice hat doch genauso gesagt, die schwachen Glieder sind noch nicht alle aussortiert. Die müssen jetzt alle noch gehen. Ja, das ist nämlich eine Lästerei. Aber das ist dann nicht eine Lästerei, aber das von Jan dann schon. Das ist doch zweierlei Maß gemessen. Ist ein Problem mit Jan und mir. Auf jeden Fall. Nee, du bist einfach total hinterlistig. Es ist ein Problem zwischen Jan und ihm. Und Jan sagt, nee, doch, ist es. Im Moment ja nicht mehr, wo du es an die Öffentlichkeit getragen hast. Es ist ja kein nichts mehr zwischen euch beiden. Aber trotzdem ist es doch nur ein Problem zwischen Jan und ihm. Warum hat irgendwer sonst dort damit etwas zu tun? Warum? Ist doch nicht so. Frage einzugehen, habe ich, sowohl auch er, eine Nachricht von seinem Ex-Partner, Partner, was auch immer er ist, war oder wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall das ganze Szenario, was sich ja dann auch nachträglich auf YouTube abgespielt hat, sehr detailliert geschildert bekommen. Und komm, damit ihr jetzt wisst, was abgeht. Der Ex-Freund hat daraufhin mehrere Interviews mit YouTubern gegeben und halt immer wieder erzählt, er war mit Jan in einer Beziehung, wie das war. Es war alles super strange. Er sagte auch selber, mehr möchte ich erstmal nicht sagen. Er möchte warten, wie das jetzt sich ausübt und was das für Wellen schlägt, weil er halt auch einfach verletzt war. Und dann denke ich so, okay, das bestätigt mein Gefühl. Und wenn ich ihm dabei helfen kann, da irgendwie Klarheit zu schaffen und es für mich nur eine Story ist, dann mache ich das. Damit er auch einfach die Bühne hat, um das auszusprechen, was ihn bedrückt. Weil ich sage, das macht man nicht mit einem Menschen. Das ist einfach ein heiliger Dämon. Einfach ein heiliger. Man stellt sich einfach wirklich nur die Frage, war das der richtige Weg? Hat er das Recht dazu, dieses, naja, im Endeffekt Gerücht über Jan zu verbreiten? Denn es wird immer Aussage gegen Aussage stehen. Im Endeffekt, wie willst du das beweisen? Man schreibt dir nicht, hallo, mein Freund, du bist mein Partner für immer und ewig oder so, ne? Also wie willst du beweisen, dass 2 Leute zusammen sind? Ich finde es komplett schwierig und ich fand den Move von Mo sehr, sehr unnötig damals, dass er diese Story geteilt hat, weil sich so viele Spoiler daraus ergeben hatten, dadurch, dass Jan dann auch Interviews gegeben hat und gesagt hat, hat halt nicht gewonnen, wann er rausgeflogen ist, bla bla bla. Es war alles sehr, sehr unnötig, sehr, sehr unschön, auch für die Zuschauer, weil es natürlich nicht so viel Spaß macht, eine Show zu gucken, wenn man schon weiß, was passiert. Aber gut, das ist halt auch einfach nur meine Meinung, ne? Okay, wir müssen jetzt mal warum jetzt so? Unbedingt den Menschen zu Wort kommen lassen, um den es geht. Jan, hattest du während der Dreharbeiten einen Freund? Nein. Woher dann die Gerüchte? Ja, das Ding ist, ich würde sagen, wir sind alle nicht aus dem Kloster eingeflogen. So, wir hatten alle vorher Sex, wir haben alle vorher andere Männer getroffen, sind wir ehrlich. So, und deswegen hatte ich natürlich auch so eine kleine Liebelei vorher, wo ich das dann beendet habe, um zu sagen, so, ich gehe da jetzt hin, so, war nett, so, guter Sex, Bussi Baba. So, hat er nicht so richtig verstanden. Aber hast du ihm das klipp und klar gemacht? Kim und Mo glauben dem kein Wort. Gut, die wissen auch was, ne? Aber Mo hat Jana sowieso richtig scheiße gefunden und Kim war ja auch einfach nur enttäuscht, weil er da so einen dramatischen Abgang gemacht hat. Ob die das neutral beurteilen können, glaube ich nicht. Weil sonst wird ja so eine Nachricht nicht entstehen. Ich glaube, dieser Mann ist einfach sehr verletzt und ist sehr dahinterher. Aber das finde ich halt so ein bisschen schade, dass wir uns in der Community selbst so runtermachen. Das ist wirklich schade. Halleluja, ich musste mir das Lachen ganz schön verkneifen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Thomas, ihr sitzt da, macht eure Mobberblicke. Kein Verständnis habe ich dafür. Wir sind ja auch ein bisschen shady immer miteinander, ja? Und dann war das halt so, auch wenn man eine Story postet, oder dann ist es halt ein Meme oder irgend sowas, ja? Das ist aber so ein bisschen lustig über uns alle machen. Und das machen wir aber untereinander die ganze Zeit, ja? Mhm. Da will ich kurz zu was sagen. Und zwar Ausgangssituation. Keiner hatte mehr Bock auf Mo, auch schon in der Villa. Die Show ist vorbei. Mo hat gewonnen. Mo hat jetzt keine große Lust, mit den anderen Boys eine Riesenfreundschaft einzugehen. Die sind aber ein Clan, ja? Die sind alle eine Gruppe. Im Endeffekt sind es halt alle die gegen Mo, gegen eine einzelne Person. Und das ist, was schade ist. Und ich verstehe nicht, dass Thomas das nicht sieht. Im Endeffekt, ihr seid viel mehr als dieser eine Mann. Ich bin einfach enttäuscht. Ja, wir shaden uns die ganze Zeit und das lieben wir auch. Ja? Aber es gibt einen Unterschied zwischen shady sein und wirklich einfach Mobbing oder wirklich einfach unter die Gürtellinie gehen. Und das finde ich einfach schade, dass wir teilweise so einen negativen Beigeschmack
nach dieser Show haben. Aber ich glaube, da kann sich alle, die hier sitzen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, kann sich niemand von frei machen. Und Period. Sorry, hätte ich vielleicht erst mal Kim reden lassen. Heute nicht, morgen auch nicht. Das, was Mo gemacht hat, gar keine Frage, habe ich jetzt auch, finde ich nicht geil. Aber genau das Gleiche, was in dieser Gruppe und untereinander passiert ist, sage ich auch, Leute, bitte, reißt euch zusammen. Und das mit Jan, ganz im Ernst, ich gucke es mir an und ich denke mir so, er hat für die Theater AG nicht gereicht. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Der ist komplett schockiert. So kam es einem halt rüber als Außenstehender, als wäre das alles ein bisschen gespielt. Aber manche Menschen sind ja so dramamäßig unterwegs, also auch im richtigen Alltag. Der kriegt halt jetzt einfach seine Abrechnung, ne? Es tut mir einfach leid. Ich bin so enttäuscht, wirklich. Und das ist das, was ich dir in der Show gesagt habe. Am Anfang, wir haben gut gestartet, dann ging es irgendwann weiter. Und es kommt so ein Wechsel, wo ich mir einfach nur so denke, Jan, zusammengezogene Augenbrauen, Dackelblick. Dann dieses Drama bei deiner Verabschiedung, wirklich. Ich bin da so heftig von enttäuscht einfach. Das gefällt Mo, ne? Das gefällt dem, dass er jetzt hier mal austeilt und Jan platt macht. Ob das so gut ist? Naja, ich finde es völlig okay, weil es ist schon auf Augenhöhe und Kim sitzt ja nicht mit 10 Leuten im Nacken. Sagt ihm einfach, was er denkt. Also, ich finde es persönlich total okay, was da jetzt gerade abgeht. Das mit der Theater AG war ein bisschen gemein, aber Jan kann ja auch gut austeilen. Weil ich dann halt auch andere Bereiche von dir gesehen habe, wo ich so denke, habe ich mich so krass bei dir geirrt? Ich kann es null greifen. Ich weiß bis heute nicht und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das, was du da gemacht hast, echt gewesen ist. Doch, das war's. Also wenn du es mir nicht glaubst, wenn du das nicht als echt empfunden hast, dann tut's mir leid. Aber ich hatte wirklich Gefühle. Ach. Entsteht die nächste Problematik, pass auf. Aber was war das bitte? Was war dieser Abgang? Der war doch einfach nur feige. Ich glaube, das fiel unausgesprochen zwischen den beiden tatsächlich. Nachdem ich das alles jetzt nochmal gesehen habe und ich saß auch selbst nach deinem Exit in der Interviewbox und habe gedacht, was war's? Ich finde dich wirklich attraktiv. Und ich glaube, du bist wirklich ein toller Mann. Okay. Aber U-Bahn und Männern laufe ich nicht hinterher. Und das fing nach diesem Card-Date quasi an, wo ich dich darauf angesprochen habe, wo ich schon gesagt habe, hey, pass auf, irgendwas stimmt da nicht. Was ist los mit dir? Warum ziehst du dich so zurück? Und dann ging dieser ganze Brei einfach nur los. Mit diesem fulminalen Ende, das du dann da hattest. Okay, schön. Ja, aber ab dem Card-Date ging es halt los, dass ich irgendwie nicht realisieren konnte, nicht in Worte fassen konnte, was es zwischen uns ist, was es für ein Knistern ist, ob das wirklich noch dieses Zukunftspotenzial hat, was ich am Anfang drin gesehen habe. So, ab da habe ich ungefähr die ganze Zeit hinterfragt, ob es das gerade wirklich wert ist und ob ich hier wirklich weitergehen sollte. Ja. Ist menschlich, why not? Um dann halt festzustellen, im Vergleich mit einem Thomas, der mir dann noch 2 Tage später wirklich erzählen konnte, wie sehr ernst er das meint und wie sehr er das haben möchte. Stimmt, Jan war auch der Einzige, der wusste, dass Thomas die ganze Zeit schon mit Kim rumgeleckt hat. Den Rest der Villa hat er ja zum Teil belogen. Und dann noch weinenden Maurice, der das ja so toll findet. Und mich dann im Vergleich dazu zu sehen, ja, dann ist es halt das nicht. Das ist einfach ein Guter. Das ist einfach ein Guter, der hat Platz gemacht, damit die Jungs da ihre Chance bekommen. Es geht nicht darum, wen Kim am besten findet, zum Beispiel, dass Kim jetzt Jan attraktiver fände als ein Thomas. Nein, der Jan entscheidet, was ist das Beste für Kim. Absolut. Ja, aber es hat ja trotzdem ein Experiment für dich gewesen? Berechtigte Frage. War das ein Versuch für dich, so nach dem Motto, hey, mal gucken, ob ich jetzt irgendwie meine emotionale Flexibilität auf jemanden anderen münzen kann und mich vielleicht doch mal festfinden kann? Was ich denn machen soll, hätte ich bleiben sollen, um dir dann was vorzuspielen, dass die Emotionen noch da sind? Hans, ganz ehrlich, im Endeffekt hättest du dich nicht bei Prince Charming bewerben sollen. Wenn du eh weißt, Beziehungen sind absolut nicht dein Ding, sich emotional zu binden auch nicht. Das ist dann halt auch einfach fair für die andere Person, halt für den Prinzen, ne? Verstehe ich auch. Also wenn man damit macht, dann sollte man bitte auch bereit sein, etwas einzugehen in irgendeine Richtung, oder? Jan, so nö. Ich mach das mit bis Folge 8, dann verpisse ich mich. Nee, aber einfach ein bisschen klarere Aussagen von vornherein. Ich meine, ich frag dich und dann kommt erst so, also in der Show, wo du dann letzten Endes gehen willst, kommt, ja, ich habe da gerade so eine Unsicherheit und ich weiß auch nicht und so weiter und so fort. Also das hat man schon die Tage vorher gemerkt. Hat man gemerkt, Kim. Hättest du einfach ein bisschen mehr gucken sollen, wie es mir geht. Ganz ehrlich, Kommunikation ist da nicht der Schlüssel. Du musst gucken, auch selbst wenn da noch 10 andere Männer sind. Du musst gucken, wie es zwischen uns läuft. Ja, deswegen habe ich dich auch beim Card-Date darauf angesprochen.
Da kann er nichts mehr sagen. Da fällt ihm auch nichts mehr zu ein. Es ist doch wirklich alles sehr verzwickt. Keine Ahnung, mir fehlen da die Worte zu. Und das war, wenn du einen Überraschungsmoment haben möchtest, dann würde ich sagen, das Acting von Jan. Das Acting finde ich sehr gut. Das war so ein Moment, wo ich war einfach enttäuscht. Das verstehe ich total. Vor allen Dingen nach dem, was er noch gesagt hat. Und wir diskutieren jetzt hier nicht nochmal darüber. Die machen das nämlich jetzt. Jan, was meintest du denn bei der Verabschiedung? Es bricht mir das Herz und ich möchte, dass dein Herz auch bricht. Was meintest du damit? Ich habe das nicht verschluckt. Guck mal, jetzt haben wir den Beweis. Er sagt zwar, ich habe es verschluckt, aber verschluckt heißt, dieses Wort ist nicht in diesem Satz. Da braucht ihr mir jetzt nicht zu erzählen, ihr hört das nicht ganz klar. Wow, Mann. Ich wollte eigentlich, was ich danach auch noch sage, uns beide beschützen und es halt da beenden, wo wir sind. Aber es ist halt so ein emotionaler Moment, vielleicht auch ein bisschen Sekt im Spiel, wo es so, ich habe das nicht einfach verschluckt. Er hat es aber auch halt sich einfach vorher überlegt, dass er genau das jetzt sagen wird. Ne? Es war ein dramatischer Abgang, es war ein bisschen theatergemäßig. Also es ändert ja alles nichts an diesen Facts. Also so gehässig war ich jetzt auch nicht. Aber läufst du vor Dingen weg, wenn du das Gefühl hast, dass es zu emotional werden könnte? Quatsch. Habe ich vielleicht gemacht. Aber nur vielleicht. Nur ganz vielleicht. Aber es war dieser Punkt, dass ich halt wusste, okay, ich weiß selber nicht, was gerade mit mir los ist. Und es könnte gerade ein ganz großer Strudel werden, in den ich halt dich nicht mit reinreißen wollte. Ich verstehe das. Ich verstehe ihn auch. Aber dann bist du halt wirklich nicht gemacht für so ein Format. Das ist dann, als wäre es dein privates Experiment. Also vom Gefühl hattest du ja ab der ersten Sekunde eine Sicherheit, dass du das Ding gewinnst, dass du schlussendlich an Kims Seite bist. Die war ja gigantisch. Woher kam diese Sicherheit? Lola stellt einfach die besten Fragen. Weil wir am Anfang diese Chemie hatten. Also es hat am Anfang alles so gut gepasst. Und da war dieses Gefühl von, es harmoniert. Aber es wuchs halt nicht so, wie ich mir vorgestellt hätte, dass es wächst. Guck mal, jetzt lachen Kim und Mo. Labert der Scheiße? Die glauben dem, glaube ich, einfach alles nicht. Ne? Der erzählt das und die denken sich nur so, ja, das war doch alles eh abgesprochen mit deinem Freund. Was erzählst du hier für ein Mist? Und warum bist du nicht in Aktion gegangen, damit da vielleicht auch noch was wachsen kann? Weil ich nicht dran geglaubt habe. Ab wann? So ab der White Night, ab Card Date. Da stagnierte das. Ich fand halt einfach die Art und Weise, wie das Ganze sich entwickelt hat, fand ich halt einfach nicht okay. Und im Nachgang, wenn ich mir das anschaue, und das ist ja halt auch, das ist auch da wieder, es ist ja legitim, weil es meine Ansicht ist. Hau raus, Kim, wir wollen doch alles wissen. Und es ist auch in Ordnung, aber ich finde halt einfach, das sieht nicht ehrlich aus. So. Und da sind so ein paar Momente gewesen, dieses, wo du von unserem Date erzählt hast und das alles so ausgeschmückt hast und danach sitzt und dann so, ach ja, oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Also so billig habe ich das jetzt nicht dargestellt, ich bitte dich. Ich habe es auch genauso in Erinnerung. Und auch das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen bei Jan. Aber ich denke mir dann immer so, gut, wenn die Leute so sind, dann sind sie halt so. Ich glaube, Kim will wirklich einfach darauf hinaus, was wahr ist. Was wahr ist. Weil die Erklärung, die er jetzt die ganze Zeit bekommt von Jan, die reichen ihm nicht. Für ihn gibt es halt wirklich nur die eine mit dem Freund, habe ich ja schon erwähnt. Oder eine andere. Aber die andere, was ist die andere? Wisst ihr, das, was Jan da erzählt, das glaubt er dem nicht. Hättest du jemand anders draufgeschmissen? Hättest du jemand anders draufgeschmissen, wenn Jan nicht freiwillig gegangen wäre? Weil Jan ist ja dann gegangen und im Endeffekt wurde dann eine Person rausgeschmissen und Mo ist geblieben. Und die sagen halt einfach alle so, naja, sagen sie das wirklich? Selbst ich habe dieses Gerücht auch schon gehört, dass Mo ja dann rausgeflogen wäre. Es hätten ja zwei gehen müssen. Nee, hätten nicht. Das ist es ja. Ich finde es geil, dass Kim das endlich mal aufklärt, weil es hat mich die ganze Zeit schon abgefuckt, dass sie das denken. Es ist einfach so boshaft, wisst ihr? Ich mag alle, die da sitzen. Aber dieses Mean Girls-Getue, da kriege ich einfach einen Zustand. Es ging doch gar nicht darum. Und natürlich sage ich am Anfang, ich muss mich von einigen verabschieden, damit ihr nicht da steht und denkt so, der bleibt drin. Das ist ja das Spiel. Ich möchte halt einfach nur mal sagen, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Und das fand ich für mich nicht in allen Punkten ehrlich. Ich finde es gut, dass er das jetzt mal gesagt hat. Weil Lola hat das ja nicht so richtig angesprochen. Das hat Kim sich ja ganz alleine genommen, die Bühne, ne? Auf jeden Fall, macht Lust auf mehr. Deswegen sind wir ja hier, um über alles zu sprechen und im Idealfall auch einfach Probleme aus dem Weg zu schaffen. Du bist gegangen, aber du warst nicht der Einzige. Es sind insgesamt 4 gegangen. Mehr ging, glaube ich, nur bei der Bachelorette. Komische Nummer. Das fand ich gar nicht lustig, tatsächlich. Arne, du hast gesagt, du hast während der Show schon Gefühle für Felix entwickelt. Ja. Das war ja auch schön, die Love Story mit Felix und Arne, beziehungsweise dass Arne dann gegangen ist wegen Felix.
Arne hat hier auch noch viel mehr Sprechzeit. Eigentlich jeder von denen. Deswegen guckt euch gerne die ganze Folge an bei TV Now. Okay, ich muss ja auch ein bisschen gucken, dass wir die wichtigen Dinge uns reinziehen, oder? Wie ging es bei euch weiter? Hast du dich danach direkt bei ihm gemeldet? Habt ihr euch getroffen? Ja, tatsächlich. Wir haben uns schon einmal getroffen. Also wir haben uns auch sehr gerne, würde ich jetzt mal dazu sagen. Aber dennoch sind wir nicht kompatibel für eine Beziehung. Nein. Schade. Aber gut. Habt ihr wenigstens Spaß? Wir sehen uns auch wieder. Wir sind in sehr gutem Kontakt, aber das war es dann auch. Aber das ist doch auch besser als nichts, oder? Hast du wenigstens... Ach komm, heute keine sexualisierten Witze. Ich halte mein Maul. Wie viel näher seid ihr euch denn gekommen? Schon sehr nah. Punkt. Oh. Ich lache da einfach mit, weil sagen werde ich dazu nichts. Und alle wissen, was passiert ist. Vielen Dank für die Antwort. Ich nicht. Ich weiß gar nicht, was da passiert sein soll. So, wie geht's hier weiter? Also es hat sich wirklich gut für mich angefühlt und es hat sich so schön entwickelt auch. Ah ja, jetzt wird Thomas gefragt, wie es ihm denn geht. Denn er hat ja wirklich eine sehr große persönliche Entwicklung gemacht. Und ich habe mich entwickelt und ich bin da auch mit so viel rausgegangen. Ja, ich bin da mit wirklich vielen Freunden rausgegangen. Und ich nehme mich jetzt wirklich so wahr, wie mich andere schon wahrgenommen haben. Aber ich nicht. Ich habe mich immer so ein bisschen kleiner gemacht. Und deswegen danke nochmal auch an dich, dass du das so rausgekitzelt hast. Schön, die sind aber gut verblieben. Das freut mich. Also die haben alle nur ein Problem mit Mo, nicht mit Kim. Perfekt. Ich glaube, ich habe dich auch so ein bisschen gechallenged zwischendrin. Ja. ja, das war einfach echt schön. Das finde ich schön, dass er eine schöne Erinnerung an die Zeit hat. Wie enttäuscht warst du denn dann in dem Moment, als du wusstest, ich muss meine Krawatte abgeben? Nicht nur traurig, enttäuscht. Ich bin auch sauer, wütend, keine Ahnung, alles. Klar, ich war super enttäuscht, weil ich halt in dem Haus was aufgebaut habe. Ja, und da waren wirklich Emotionen da, von meiner Seite aus. Und ja, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, auch wenn man dann so über andere schlecht redet, ja, und sagt so, die passen nicht zusammen. Und dies und das ist es ja doch so ein bisschen dieses Ego, was angekratzt ist. Ja. Oh, das finde ich gut, dass er das sagt und nochmal anspricht. Das war nämlich teilweise wirklich ein bisschen mit bitterem Beigeschmack. Ja, da wollte ich gerade einhaken. Denn du sagtest ja immer, ja, Maurice, sehe ich auf keinen Fall an seiner Seite. Warum nicht? War es dein Ego oder war es wirklich deine Meinung? Guck mal, was Thomas jetzt sagt. Ich glaube, es war ein Misch aus beidem, ja, ein Mix aus beidem. Politisch korrekt geantwortet, perfekt. Zum einen, als du dann das Date hattest, du warst dann halt so selbstbewusst dann auch teilweise im Haus, was mich natürlich auch eingeschüchtert hat in irgendeiner Weise, ja. Und dann war halt so mein Ego auch so angekratzt und ich war so, ah, nein, ich muss da jetzt auch hinterher sein. Eifersucht oder Neid? Und dann ist es aber so, wir hatten so ein paar Gespräche, wo halt Kim immer meinte, so, er braucht jemanden auf Augenhöhe und irgendwie jemand, der so ein bisschen auch so ihn challengen kann. Und da habe ich halt manchmal einfach Maurice dann nicht da gesehen. Ja. Manchmal aber nur. Eigentlich nie. Und Robin auch nicht, den habe ich da auch nicht gesehen. Das war ja immer nur die Witzfigur im Haus. Nein. Oh. Oh. Well, unangenehm. Das ist aber schon hart. Okay. Genau, aus diesem Grund sind wir nur gute Bekannte. Das ist ganz genau. Geil, Robin. Einfach nur geil. Thomas, ich kann nicht mehr. Selbst Lola ist so, scheiße, Mann, was geht mir ab? Deswegen sitzen wir auch so weit im Fernsehen. Ja. Vielleicht besser so, ich bin Helm. Wow. Ja. Das tat weh. Es war wirklich ein Mix aus beidem. Und wen hättest du denn an seiner Seite gesehen? Mich natürlich. Ich habe mich irgendwie mehr neben ihm gesehen, weil ich irgendwie auch schon ein bisschen mehr im Leben stande und weiß ich nicht. Das mag ich halt auch schon wieder nicht, dass er sich so über die stellt. Ich meine, warum steht er denn jetzt mehr im Leben als die anderen beiden? Haben die kein Dach über dem Kopf? Haben die keinen festen Job? Haben die kein Einkommen? Haben die keinen gefüllten Kühlschrank? Haben die keine Krankenversicherung? Was ist es denn, was du hast, was die nicht haben? Das würde mich sehr interessieren. Ich habe mich da einfach mehr gesehen als die anderen zwei und als dann auch so noch in der letzten Gentleman's Night du mich dann auch geküsst hast noch. Das war wirklich hart. Was soll das? Für mich war das dann wirklich eigentlich so eine Bestätigung. Ne? Ich saß dann auch im Interview und war so, gut, er hat mich geküsst, ja, Bestätigung, gut, ich komme weiter. Und dann zack, bin ich raus. War er so ein schlechter Küsser? Lagst ich denke nicht. Nein. Also wenn man die Bilder sieht, ich denke nicht. Well. Nein, Thomas ist ein guter Küsser, das kann man so wirklich sagen. Danke. Und das sind halt so diese Momente im Nachgang, wo man sich so denkt, oh, es war ein blöder Move, weil es einfach ein falsches Signal gesetzt hat und eine falsche Sicherheit, wo ich mir dann auch einfach vor Ort, vor Augen hätte führen müssen, so nach dem Motto, nein,
du merkst, dass das nicht passt und dann lehne diesen Kuss lieber ab, anstatt da jetzt noch falsche Hoffnung zu geben. Lehne diesen Kuss ab, wenn er Thomas geküsst hat? Wir hören mal weiter. Und das ist ganz klar, das schreibe ich auf meine Liste richtig uncool. Ich liebe das, ich schwör's dir. Es ist egal, Mann, ich liebe das, ey. Toller Typ! Findet ihr das nicht toll? Der reflektiert sich da und sagt jetzt, ja, es war echt ein bisschen blöd. Und in dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich super. Und es ist eine sehr schöne Erklärung und ich glaube auch genau das Richtige, was Thomas braucht, um das zu verstehen, was da abging halt. Ne? Erst geknutscht und dann rausgeschmissen. Da fragt man sich ja auch so, hä, habe ich irgendwie keine Menschenkenntnis? Das kann doch nicht sein. Jetzt hat er die Erklärung. Lieben wir. Robin, das war eine unglaublich emotionale Reise für dich. Wie fühlt es sich an, jetzt nochmal vor allem die verletzten Momente zu sehen? Ihr müsst halt wissen, die gucken sich immer so Movies an, ne? Was ist passiert? Aber das haben wir uns ja wirklich zu Genüge angeguckt. Deswegen hier nur, wie gesagt, die Highlights. Ich finde es tatsächlich immer so unangenehm, weil ich glaube, ich fühle mich einfach wahnsinnig unangenehm in der Situation, halt wirklich mal Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, dass ihr das schon geschafft habt, am Ende aus mir herauszukitzeln, vor allem auch du, Kim. Und klar holt es einen irgendwie nochmal so in diese ganze Situation zurück und kriegt man irgendwie so ein bisschen Gänsehaut, aber es war schon definitiv die Reise wert, trotzdem. Das ist schön. Also er bereut es auch nicht, damit gemacht zu haben. Und ja, Robin hatte sehr große Probleme, seine Gefühle zu zeigen, hat es aber dann im Endeffekt und hat sich rausgestellt, war gar nicht so schlimm. Kim, du meintest, er ist für dich eine Person auf Augenhöhe. Wann war der ausschlaggebende Punkt, wo für dich klar war, er gehört ins Finale? Oh. Lasst uns mal überlegen. Stimmt, dann bei der Massage, oder? Also überzeugt auf jeden Fall beim Pizza-Date. Das war einfach so, wo ich gemerkt habe, ey, da ist so viel Charme und so viel Charisma. Da knistert so viel, dass ich einfach mehr sehen möchte. Und das hat sich dann nach und nach immer mehr gesteigert einfach. Und deswegen absolut. Absoluter Ehrenmann, der Robin. Würdiger Finalist. Sorry, aber habt ihr den Blick gesehen, den sie sich da noch ausgetauscht haben? Der war ein bisschen tief und ein bisschen sexy. Hättest du dir eine Zukunft mit ihm vorstellen können? Ich glaube, dass die Entscheidung von Kim die richtige war. Ich aber definitiv, glaube ich, nicht genug Zeit hatte in dem Moment, um da hinzukommen. Denn ich glaube, wir haben auch gemerkt, dass wir einfach noch nicht da sind. Und vor allem, wenn ich es jetzt auch noch mal sehe, da waren, wo du mit Maurice warst. Ich hatte das Gefühl, wir waren immer noch auf einer sehr so flirty Base und waren uns beide, glaube ich, noch gar nicht so sicher, könnte das überhaupt mehr sein. Das heißt, aus jetziger Sicht, glaube ich, hätte das nichts werden können. Okay, aber das ist ja auch gut zu wissen, dass er sich nicht falsch entschieden hat. Denn Robin hätte ihn nicht mehr gewollt im echten Leben. Nö. Aber ich bin trotzdem happy, dass ich dabei war. Gibt es mittlerweile jemand Neues in deinem Leben? Mhm. Noch ein Traumpaar, das sich hier outet? Sagen wir mal so, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit. Das heißt, ich weiß, mich über Wasser zu halten. Hat er jetzt zu Manfred geguckt? Läuft bei den beiden was? Das war ja... Ich muss es mir erst mal kurz vorstellen. Grüße gehen raus an die Queen. Also ich glaube nicht, dass Manfred seine neue Affäre ist. Aber wenn es jemanden gäbe, wärst du die Letzte, der ich es erzähle. Aber ich die Erste, oder? Robert? Und ansonsten... geht nichts. Und jetzt guckt man sich natürlich hier auch nochmal die großen Momente des Prinzen und des Gewinners an. Da hat jeder Bock drauf. Bis auf eigentlich alle. Also guckt mal, wie die Jungs darauf reagieren. Es ist ein Traum. Aha, ich bin dabei. Können das gar nicht mit angucken, das können die gar nicht mit angucken. Maurice ist es wirklich das komplette Paket. Also es ist emotional, intellektuell und auch eine erotische Anziehung da. Das war jetzt der Moment, wo Manfred sich überlegt hat, die nächste Maniküre kommt bestimmt. Aber den Scheiß, den gucke ich mir nicht nochmal an. Kim, warum hast du dich denn schlussendlich für Maurice entschieden? Was ist so schön an ihm? Das war einfach eine Connection, die ich innerhalb so kürzester Zeit noch nie bei einem Menschen dann auch irgendwie gespürt habe. Und das hat man auch durchs Fernsehen durch, hat man das gespürt, meiner Meinung nach. Und das war sehr vertraut, das war aber auch abenteuerlich, weil da halt so eine Neugier gewesen ist, was uns letzten Endes außerhalb dieser Show eventuell erwarten könnte. Und ja, einen guten Po. Das ist halt wirklich das Ding, ne? Aber ich find's auch geil.
Ich habe dich gewählt, weil dein Arsch ist einfach geil. Klatsch. Warum lachen die jetzt alle so spät versetzt? Lachen die über einen Insider oder über das, was Kim gesagt hat? Ich finde es halt schwierig, dass die erst so spät einsteigen mit ihren Lachern. Als wäre dazwischen noch irgendwas passiert. Ein kleiner Blick? Ich weiß es nicht. Maurice, entgegen vieler, die nicht geglaubt haben, dass du es an seine Seite schaffst, hast du es geschafft. Was glaubst du, warum du so unterschätzt wurdest? Hätte ich das Geschehen mit euren Augen gesehen, kann ich eure Aussage 1:1 nachvollziehen. Okay. Ist halt auch ein Reflektierter, ne? Ist halt dann blöd, ne? Wenn du da mit Leuten sitzt, die reflektiert sind auf der einen Seite und andere, die bis jetzt immer noch im Furzkeil sitzen haben. Weil ich einfach diese Momente nicht geteilt habe. Weil ich gesagt habe, das halte ich für mich, das erlebe ich und das sind Momente, die ich mit ihm habe. Das war eigentlich genauso wie Thomas, ne? Der hat ja auch niemandem erzählt, dass die was hatten etc. Bei Moos ist es nicht okay, bei den anderen ist es okay. Vielleicht war es auch, was Thomas gesagt hat, dass man mich so empfunden hat, als könnte ich ihm nicht die Stirn bieten, als wäre ich kein Partner auf Augenhöhe. Oder auch dieses Standing im Leben, was du sagst, wo du vielleicht den Eindruck hattest, dass ich dieses Standing einfach nicht habe. Was doch auch voll hart ist. Ist das nicht ablästern, wenn du die ganze Zeit in den Interviews sitzt und sagst, Alter, der passt überhaupt nicht zu dem, der hat kein Standing im Leben und so? Fände ich auch schon hart. Also wisst ihr, die sind alle sitzen sie im selben Boot, wenn es darum geht, dass die irgendwie schlecht geredet haben, hinterlistig etc. pp. Da kann sich wirklich keiner von freisprechen. Und? Naja, gut, vielleicht der eine oder andere. Ich weiß jetzt nicht, bei Arne, der ist halt wirklich sehr unauffällig, ne? Der Rest des Schützenfests, auf jeden Fall. Und ich glaube, es waren halt auch viele, die gesagt haben, nee, der ist 22, der ist nur grün hinter den Ohren, der soll sich erstmal austoben. Ja, ist halt anders gekommen, ne? Ja, ist anders gekommen. Ja, deswegen auch mal die Frage an die Runde. Warum habt ihr ihn nicht an Kims Seite gesehen? Weil die alle eifersüchtig waren, Mo scheiße fanden. Der hat seinen Stiefel da durchgezogen. Das habe ich übrigens von Kim gelernt, dass man das so sagt. Das hat ihm nicht gepasst. Period. Ich muss sagen, jetzt wo ich Stiefel als Zuschauer auch gesehen habe, war es ein ganz anderes Erlebnis. Weil ich finde, man sieht dann absolut, dass da eine richtige Chemie da ist, die ich in der Villa als Kandidat natürlich nie so mitgekriegt habe. Bei euren Gesprächen war ich auch nie dabei. Hätte man ja auch da schon reflektieren können, aber nö. Und jetzt gibt es im Nachhinein für mich dann auch viel mehr Sinn, weil ich habe mich dann immer gefragt, was ist da, weil wir es nicht mitkriegen? Und als Zuschauer finde ich, also habe ich jetzt gesehen, krass, da ist ja wirklich eindeutig was bei den anderen dann am Ende nicht so rüberkam, fand ich. Bei Jan halt auch noch ein bisschen, aber der hatte ja dann keinen Bock mehr. Jetzt ist nur die alles entscheidende Frage. Und komm, den müsst ihr mir jetzt echt verzeihen. Wer hat im Endeffekt dem anderen das Kissen in die Fresse gehauen und wer nicht? Es war sehr sexy. Seid ihr ein Paar? Ja oder nein? Kannst du beantworten. Ja, sind wir. Yes. Digga, ja! Geil, das finde ich ja so schön und geil und ach, ich freue mich. Ich habe, glaube ich, auch noch nie sowas gesehen, wo die dann im Endeffekt noch zusammen waren tatsächlich. Aber so lange bin ich auch noch nicht im Trash-TV-Game. Beziehungsweise auch eigentlich schon mein ganzes Leben, nur habe ich alles wieder vergessen. Ihr Süßen! Wie findet ihr das? Herzlichen Glückwunsch! Da habe ich auch nur wow, jetzt könnt ihr endlich kuscheln. Ich habe die ganze Zeit so, okay, sind sie nicht? Ihr seid ein paar. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich sehr. Danke. Guck mal, Jan freut sich auch sehr. Der guckt nicht mal mehr hin. Der hat auch irgendwas in den Fingern gegangen. Hätten sie doch alle vorher mal eine Maniküre gemacht, mein Gott. Ihr seid da im Fernsehen. Das macht man vorher. Wie lange jetzt schon? Zu lange auf jeden Fall. Also das Versteckspiel, ne? Ja. Guck mal, wie makellos deren Gesichter aussehen. Die haben doch einen ganz anderen Make-up-Artist gehabt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Die glowen, die glänzen nicht, die glowen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns seit der Rückkehr jedes Wochenende gesehen haben, mit Ausnahme vom ersten Wochenende quasi. Aber ansonsten, ohne Unterbrechung, haben wir es wirklich geschafft, uns jedes Wochenende zu sehen. Krass. Schön. Sind durch Höhen und ganz, ganz Tiefe, wo wir auch schon kurz gesagt haben, nee, einfach nein, das ist es nicht. Guck mal, da guckt der Manfred, was? Tiefe, Tiefen, ihr hattet Probleme in eurer Beziehung? Was ist schon der Lütz? Habe ich vielleicht nur eine Chance? Iss mich nicht, bitte. Aber, nee, wir haben es durchgebissen und es hat sich gelohnt. Was waren das für Tiefen? Ich denke einfach,
die Ausstrahlung an sich macht natürlich halt auch was mit der Partnerschaft einfach. Absolut, vor allen Dingen, wenn du als Mo alles da siehst, was, wie, wo, ach, ihr wisst doch. Weil Mo vor Augen geführt wird, was ich da für Schabernack getrieben habe und für mich das halt auch nochmal eine emotionale Reise gewesen ist und nicht das, man lernt sich dann, ich meine, wir kannten uns nicht. Wir haben dann nach der Drehzeit war letzten Endes noch so, okay, und jetzt müssen wir uns kennenlernen und ich sag mal, bis zur Ausstrahlung hat auch alles ganz gut funktioniert und dann nahm das nicht Drama, aber dann nahm die Achterbahnfahrt ihren Lauf, auf jeden Fall. Hm. Tja, aber was erwartet man, ne? Also ich könnte mir das, glaube ich, nicht angucken. Und dann wüsste ich auch noch alles dazu. Boah, ich will komplett ausrasten! Aber ist Moja anscheinend auch, von daher passt das ja. Achterbahnfahrt? Ja, also es war natürlich das, was ich zu Beginn auch schon gesagt habe. Dieses, ich weiß, was geschehen ist, aber sich das Ganze auch noch anzuschauen. Und wenn diese 60 Minuten rum sind, im Kopf wieder zu sagen, okay, das ist Vergangenheit und ich schlafe abends neben ihm ein und ich wache morgens neben ihm auf. Und ihr wollt mir erzählen, der ist nicht reif? Also mal ganz im Ernst, wenn er das schafft und so erwachsen ist und sagen kann, komm, ich differenziere das, dann sage ich Glückwunsch. Das ist für mich ein erwachsener, reflektierter, verantwortungsvoller Mensch. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Und das seit mittlerweile fast einem halben Jahr. Und nee, das passt Jan wieder nicht. Ein halbes Jahr hat er sich da verrechnet. Die Show war doch vor 5 Monaten, 2 Wochen, 3 Tagen und 1 Stunde abgedreht. Was meint denn der? Das war halt die Hürde des Ganzen und es war auch hart. Wir mussten da beide auch sehr aufeinander eingehen und ich bin froh, dass er so stark war und mich ausgehalten hat und mir immer wieder gezeigt hat oder ja, mir einfach diese Sicherheit gegeben hat, hey, ich weiß, was gerade in dir vorgeht, ich kann an dem Ganzen aber nichts ändern, aber ich zeige dir jetzt, dass du der Mann für mein Leben bist. Schön, die haben es also echt wirklich dadurch geschafft, wissen wir ja schon, ich meine, die sind zusammen. Aber Kommunikation, Leute, immer reden, Gefühle ansprechen, Probleme ansprechen, auch wenn ihr euch nicht berechtigt dazu fühlt. Na klar ist das jetzt blöd von Mo, im Endeffekt zu denken, was soll die Scheiße, es verletzt mich. Aber er ist halt einfach nur ein Mensch und dann findet man zusammen heraus in einer Beziehung, wie man am besten mit dieser ganzen Situation umgeht, wie man am besten dem Partner hilft, damit klarzukommen. Das finde ich einfach schön, das finde ich einfach schön. Und mit dem heutigen Abend endet für mich Prince Charming und gibt es nur noch uns beide. Und von daher, also ich bin auch froh, dass wir, also ich bin jetzt auch super entspannt hier zu sitzen. Was hat Jan wieder für einen Furzkör sitzen? Einfach rundum süß. Guck mal, wie unhöflich. Er redet darüber, was ist mit Kim und überhaupt deine Gefühle und alles. Wer muss da einfach drüber lachen? Jan. Ist das höflich? Nein. Ist das vielleicht sogar ein bisschen gemein? Ja, denn du unterbrichst jemanden, während er etwas erzählt. Ich meine, Mo hat doch jetzt auch mal Zeit, irgendwie zu sprechen. Nee, die Sendezeit bekommt nur Jan. Und die Achterbahnfahrt ist beendet und jetzt gibt sie große Liebe. Das freut mich sehr. Was ist bei euch da hinten eigentlich los? Glaubst du das nicht oder was ist los? Das ist dein Scheißproblem. Ich liebe Lola. Doch, doch. Ich finde es nur merkwürdig, dass es halt innerhalb von den Monaten, die es jetzt gab, schon so viele Hoch und Tiefs gab. Es scheint sehr aufregend zu sein. Was sagt ihr dazu? In 6 Monaten durch Höhen und Tiefen? Kann das sein? Also wirklich, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich habe viel gehört, auch in den Medien und von YouTubern, dass Maurice sehr eifersüchtig war in der Beziehung. Schatzi, Manfred, was du hörst, hat absolut nichts damit zu tun, ob es eben stimmt oder nicht. Gerüchte zu streuen, das schadet nicht nur anderen Personen, sondern auch dir. Es tut mir leid. Sehr toxisch auch, die Beziehung, habe ich gehört. Haben wir das nicht auf Instagram geteilt? Nee, ne? Maurice ist der Sachen über uns auf Instagram teilt. Ich kotze, was soll diese Scheiße? Nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur komplett scheiße, was ihr da abzieht. Wie kann man sich denn sonst ausschießen jetzt, die beiden? Das check ich gar nicht. Warum? Warum macht man das? Okay. Aber ist es nicht normal in der Beziehung, dass wenn man sich liebt, ein bisschen Eifersucht mitrührt? Kannst du ja nicht fragen. Der hatte ja noch nie eine Beziehung. Ja klar, muss auf jeden Fall Eifersucht dabei sein. Also. Nö, bei Manfred? Also wenn du Manfred fragst, der ist nicht eifersüchtig, Quatsch. Der hat ja auch nicht diesen Aufstand gemacht, dass da Jungs irgendwie gekuschelt haben in der Villa. Nein, das war nicht Manfred. Fickt euch doch alle, fickt euch einfach alle. Hat ja auch einen Grund gehabt, Maurice da eifersüchtig zu sein. Er hat mit ihm viel rumgeknutscht, hat er Kim da in der Sendung viel. Und er hat auch mit einigen geschlafen.
Ja gut, das hat jetzt Manfred gedroppt und nicht ich. Ich habe zwar immer meine Anspielungen gemacht, aber mir wolltet ihr ja nicht glauben. Da bin ich ganz ehrlich. Das haben wir ja nicht gesehen, aber ich habe Übernachtungsdates, insgesamt 3 Stück. Und da ist ja wahrscheinlich auch mehr gelaufen. Und, Die sitzen da alle so, Manfred, du hast versprochen, es nicht zu erwähnen. Und es ist auch so unnötig, warum erzählt ihr das? Der will doch eigentlich jetzt Mo wieder nur einfach einen reindrücken. Dass Kim die Dirne ist, die da mit einem rumgeknutscht hat, ein paar weggeflext hat. Ja, und jetzt sitzt du da mit dem Mo. Ganz toll. Das ist kein Hauptgewinn, das ist ein Trostpreis. So irgendwie die Schiene will der einschlagen, aber nee. Man kuschelt ja nicht nur beim Übernachtungsdate, sondern man schläft ja auch mit dieser Person. Ja. Alle so, Manfred, Alter, jetzt ist auch zu spät, halt auch einfach die Fresse. Aber ich freue mich für die beiden, die haben sich gefunden. Ich auch. Und ich finde das toll, dass die beiden sich gefunden haben, wollen sie glücklich werden und ja. Okay, dann ist ja gut. Also ich glaube es euch zwar nicht, aber dann ist ja gut. Unterm Strich ist es halt auch wichtig, dass wir zwei wissen, was wir haben. Und Sag dann nochmal der erwachsene Arne zu nicken. Ich glaube, der denkt sich auch, warum bin ich hier im Kindergarten? Warum haben die mich eingeladen? Hätten die mal wen anders genommen? Das ist gut und das ist echt. Und das ich freue mich ja für euch beide. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier wieder fast aufmachen möchte. Doch, du brauchst gerade wieder deine Sendezeit. Und das ist peinlich, wenn man sonst nichts hat. War ein bisschen hart von jetzt, Mo, aber ein bisschen hat er recht. Also, ich glaube aber nicht, dass Manfred es um Sendezeit geht, sondern um Aufklärung. Boah, das war Sonja. Ich dachte, die fällt da gerade vom Tisch. Die hat einfach Abkürzungen über den Tisch genommen. Das machen Bali-Docs so. Frag mich nicht, warum. Aber wisst ihr, das ist so... Ich glaube, Manfred will einfach, dass wir... Okay, jetzt hat sie ein Problem. Engel? Das ist gerade so ein bisschen... Wir sind alle in Schockstarre. Am Endeffekt denke ich, Manfred will da einfach nur die große Aufklärung betreiben. Dass diese Beziehung nicht so perfekt ist, wie sie gerade erzählen. Blablabla, bla, bla. Er gönnt ihnen das irgendwie nicht so richtig. Dann braucht er auch nicht da sitzen und sagen, ich gönne euch das, weil... Mm-mm. Auch wenn es nur Worte sind. Worte machen halt auch nur Sinn, wenn sie wirklich so gemeint sind, oder? Sonst ist es doch nur leere Luft. Was ist noch mehr dran? Du hast 3000 Follower aus Indien gekauft, hör mal. Was ist das denn ja, bitte schön? Freu dich. Pass auf, gleich weint er wieder. Pass auf, gleich weint er. Oh, also ganz ehrlich. Das macht man doch nicht. Das ist brutal provokant. Das ist, was soll das, Mann? Das finde ich sehr angemessen dann auch jetzt von Jan. Gleich heult er wieder, gleich heult er wieder. Weil es ist ja so schlimm, wenn Männer heulen. Man heult nicht als Mann. Nein, man heult auch nicht im Fernsehen. Das machen nur Weicheier. Und ich sitze hier als schwuler Mann mit hohen Schuhen und Make-up in der Fresse. Aber ich heule nicht, weil diese Toxic Masculinity, die lebe ich. Die lebe ich und die finde ich super. Das ist irre. Ich kann es nicht glauben, ich schwör's dir. So, ich glaube, die Sticheleien hier, die sind gefühlt auf Kindergartenniveau, die können wir jetzt mal bleiben lassen. Danke, Lola. Danke, Lola. Wir widmen uns den schönen Dingen und das ist die Tatsache, dass ihr Zeug gefunden habt, was ich sehr schön finde. Genau, und nicht euer dummes Geläster jetzt. Warum? Warum? Ich meine, klar, ihr wollt aber eine Show bieten. Ihr sucht eure Gerechtigkeit und so. Aber dafür habt ihr doch jetzt alle eure Instagram-Plattforms. Dann macht es doch da. Ihr könnt jetzt endlich euer Versteckspiel an den Nagel hängen. Ihr könnt der ganzen Welt eure Liebe zeigen. Und diese Liebe, die in den letzten Monaten privat stattgefunden hat, die veröffentlichen wir jetzt so ein bisschen, indem wir ein Mäuschen spielen. Wir haben da so ein Video. Lola zeigt jetzt hier noch ein kleines Privatvideo von den beiden. Die haben ja immer alles so ein bisschen mitgefilmt. Wenn ihr das sehen wollt, guckt die ganze Folge bei TV Now, kann ich euch nicht zeigen. Die haben da ein sehr bekanntes Lied runtergelegt. Ihr wisst doch, wie der Hase läuft. Wenn das Video gesperrt ist, haben wir alle nichts davon. Aber es war schon süß. Hier, eine Sache kann ich euch zeigen, komm. Den geilen Arsch, den wollten wir doch alle nochmal sehen. Und jetzt hier noch was Süßes. Maurice hat uns diese Hoodies gemacht. Prinzenpaar 2021. Das sind wir. Das sind wir, die Süßis. Das wäre ein guter Name für euch. Schon ein bisschen cute. Ja, ein bisschen ist gut, Alter. Süßer geht doch gar nicht. Ich finde es so schön, dass euer Versteckspiel jetzt endlich ein Ende hat. Jetzt kann es richtig losgehen. Worauf freut ihr euch am meisten? Boah, erstmal zu Karstadt neue Kissen kaufen. Das ist das, was wir ganz oben auf der To-Do-Liste haben. Tatsächlich einfach raus. Einfach raus und sich in einen Café setzen, essen, trinken, Leute beobachten und... Ja, einfach das Glück der Menschen fühlen. Weil wenn ich Leute angucke, die da irgendwas machen, ne, ich fühle das Glück, ich saug das auf. Wer das nicht versteht, der letzte Folge nicht geguckt.
nicht mehr nur in den eigenen oder beziehungsweise ja, doch in vier Wänden hocken und da letzten Endes hoffen, dass niemand vorbeikommt und selbst der Postbote, wenn der klingelt, war immer so, oh Gott. Das klingt halt voll wie Lockdown, ne? Also ihr müsst doch trainiert sein da dran oder wo wart ihr, als Corona war? Es ist so abgefahren. Wie geht's denn jetzt bei euch weiter? Habt ihr schon irgendwelche Pläne? Ja, wir heiraten jetzt. Kind auch. Kommt bald. Also wir basteln so ein bisschen an der Zukunft, das auf jeden Fall, weil wir einfach gesagt haben, okay, diese 300 Kilometer Distanz sind halt jetzt auch irgendwie nicht ganz so easy und schon mit Zeit und Geld und Aufwand und all so einem Gedöns verbunden, wo wir dann gesagt haben, mal gucken. Hey, dann könnt ihr doch jetzt endlich zusammenziehen. Ich hab da eine Idee. Wie wär's mit einem absoluten Urlaubsparadies? Das ist ein Geheimtipp hier in Deutschland. Nennt sich Hamburg. Wie wär's? Köln oder Bremen? Ach, es gibt doch so viele schöne Ecken in Deutschland. Hamburg. Ah, wir kommen nach Berlin. Fände ich auch schön. Nicht nach Hamburg. Nicht nach Hamburg. Nee, Manfred hat absolut gar keinen Bock mehr auf die. Es gab ja so viele Prognosen von jedem Einzelnen, der hier sitzt, in Bezug darauf, dass die Beziehung entweder gar nicht funktioniert oder nach zwei Wochen endet und er sich bei dir meldet, was gefühlt ja nicht passiert ist. War auch ein Scherz. Hoffentlich. Sie so, hoffentlich, oder? Kim, hast dich gemeldet? Ich find's gut. Lulla stichelt auch ein bisschen gegen Jan. Warum denn nicht? Wie ist denn jetzt die neue Prognose? Was denkt ihr? Du, ganz ehrlich, ich gönn's euch. Und wenn das gut funktioniert, dann soll es auch so sein. Und dann gönne ich euch das von mir aus auch, bis ihr, na, wer weiß. Wer weiß, also, wie alt und runzlig werdet, ganz ehrlich. Ich glaube, mit Robin haben die auch noch einen guten Draht. Nee, einen guten Draht jetzt nicht. Aber ich glaube, da ist das Problem nicht so groß wie zwischen Manfred, Jan und den beiden. Ihr Lieben, wenn ihr heiratet, ja, ich bin eingeladen, sein. Ich ja. bin Traurednerin, alles ganz klar. Solide. Hör mal zu, wenn ihr heiratet, da bin ich aber auch sowas von eingeladen und das hoffe ich doch. Hallo? Sonst bin ich echt traurig. Ihr Süßen, das war's. Das war's jetzt wirklich, ne? Das war's mit Prince Charming 2021. Es war ein wilder Ritt, es war eine wirklich schöne Staffel, finde ich, weil im Endeffekt geht es doch darum, dass jemand da seine Liebe findet und dass das passiert. Die beiden süßen Mäuse sind noch zusammen und da sage ich ja, da sage ich Glückwunsch, da sage ich Celebrate Love. Ich möchte aber auch noch Danke sagen an euch, wie schön die Staffel mit euch war. Ich liebe unsere Community, die wir uns hier langsam aufgebaut haben. Die ist wirklich sehr respektvoll und ich freue mich immer wieder auf eure Kommentare. Es ist einfach schön. Es ist wirklich einfach schön. Deswegen danke, ihr süßen Mäuse. Ja, es geht raus. Danke für die Reise. Ich kann mich wirklich nur bedanken. Was sagt ihr zum großen Wiedersehen? Wie habt ihr das empfunden? Fandet ihr es vielleicht auch ein bisschen too much, dass die Jungs teilweise echt bitter waren? Oder findet ihr das alles komplett okay? Ich meine, im Endeffekt denkt man sich halt auch so, die saßen da monatelang und haben es wahrscheinlich angestaut. Wisst ihr? Und dann kommt die Show, die Wiedersehensshow. Und dann denken die so, ja, man, das ist meine Show und da mache ich sie alle platt. Aber irgendwie schießt man sich da auch mal ein bisschen mit einem Eigentor. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. Ja, und das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer und freue mich, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, was entweder Bachelor in Paradise oder Couple Challenge ist. Beides Affentitten-Turbo-geil, meine Meinung. Bis dann, haut rein. Peace. Ja.